liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie hier auf dem Tower des Flughafens Gera-Leumnitz, wo wir mit freundlicher Genehmigung der Stadtwerke Gera ein Interview mit Steffen Roterberg aufzeichnen. Herr Roterberg ist Autor des Buches Dämonen und andere Komplikationen und darüber hinaus als Musiker, als Rockmusiker sehr aktiv. So, meine erste Frage, wie lange sind Sie denn schon kreativ tätig? Wie lange machen Sie schon Musik und seit wann schreiben Sie? Kam das alles zur selben Zeit oder hat sich das im Laufe der Zeit ergeben? Das hat sich im Laufe der Zeit ergeben. Zuallererst habe ich Musik gemacht. Das kennt, glaube ich, jeder, der Musiker ist, dass man irgendwann mal so mit 15, 16, 17 Lieblingsbands hat und dann versucht auch die Musik zu machen. Und das durfte bei mir so mit 16, 17 losgegangen sein. Und zu Schulzeiten hatten wir auch eine Band. Aber das ist natürlich auseinandergebrochen, weil dann Studium dazwischen gekommen ist, Armee dazwischen gekommen ist. Und ich habe dann während des Studiums in Jena wieder eine Band gehabt. Und das ist dann so 88 gewesen. Und mit denen sind wir auch irgendwann mal im Studio gewesen, haben Musik gemacht. Das ist auseinandergegangen. Das Übliche kennt jeder Musiker irgendwo. Und bin dann in Neuhaus am Rennweg gelandet, im Gymnasium. Und habe dann dort ein paar Leute kennengelernt, habe mit denen Musik gemacht. Und das mit dem Schreiben ist irgendwann mal zwischendurch gekommen. Da habe ich schon in Jena studiert, dann Anfang der 90er. Und habe dann ein paar Geschichten geschrieben, die mir so durch den Kopf gegangen sind, ohne die Absicht zu haben, die jemals zu veröffentlichen. Dann ist Ende 2003, Anfang 2004 eine Band auseinandergegangen, wo ich die Texte geschrieben habe für die Songs und auch dazu schon irgendwelche Geschichten dazu. Und irgendwann saß ich mal da, hatte Geschichten, die Texte dazu und dachte, was machst du jetzt damit? Und habe gedacht, na, schreib doch mal einen Verlag an. Und der zweite Verlag, den ich angeschrieben habe, war der Verlag Neue Literatur in Jena. Und die haben dann allen Ernstes zurückgeschrieben, ja, ja, das, was sie da so geschrieben haben, ist gar nicht mal so schlecht. Wir könnten was miteinander machen. Da war ich erstens überrascht. Und dann habe ich mir gedacht, oh, jetzt musst du richtig anfangen zu arbeiten. Und habe dann auch mich dran gesetzt, die Texte von den Songs mit den Texten für das Buch aufeinander abzustimmen und das Ganze auf Deutsch gesagt gebacken zu kriegen. Der erste Kontakt war im Sommer 2006 und im Oktober 2008 ist dann das fertige Produkt auf den Markt gekommen. Okay, welche Tätigkeiten haben Sie in der Vergangenheit ausgeübt? Sie haben Armee erwähnt, Sie haben Studium erwähnt. Können Sie da nur für die Zuschauer mal eine Ordnung reinbringen, wie das so verlaufen ist und was Sie im Laufe der Zeit gemacht haben? Mit anderen Worten, einen kurzen Lebenslauf. Richtig. Nach der Schule. Okay, Gymnasium, sprich zur DDR-Zeit in EOS, danach Armee, danach Studium in Jena, Lehramt, Deutsch und Englisch. Habe danach 2 Jahre von 93 bis 95 das zweite Staatsexamen gemacht in Erfurt und arbeite seit 95 am Gymnasium in Neuhaus als Lehrer. Also schon eine ganze Weile im Lehrberuf tätig. Mhm. Wie lässt sich das mit Ihren kreativen Tätigkeiten so vereinbaren? Also gerade als Musiker, das ist ja doch ein sehr zeitaufwendiges Hobby. Ja, man muss sich die Zeit irgendwo schaffen. Natürlich geht der Beruf erstmal vor. Und dann muss man halt auch sagen, okay, so und so viel Zeit habe ich für die Musik übrig, beziehungsweise auch fürs Schreiben. Und das muss man halt miteinander vereinbaren, insofern einem daran liegt. Aber die andere Seite ist, ob man jetzt Sport macht zum Beispiel oder ob man gerne an alten Autos rumschraubt. Ein Hobby hat eigentlich irgendwo jeder und es lässt sich halt, oder es muss sich vereinbaren lassen, es geht gar nicht anders. Ansonsten muss man halt Zugeständnisse machen, aber als allererstes zählt, der Kühlschrank muss voll sein und dann kann man irgendwelchen Hobbys frönen. Okay. Und bestehen Wechselwirkungen zwischen den beiden kreativen Tätigkeiten? Sie haben schon gesagt, dass Sie die Texte, die Songtexte mit den Texten für das Buch aufeinander abgestimmt haben. Mhm. Also es ist eindeutig, dass da was zu erkennen ist. Ich habe das Buch ja natürlich in Vorbereitung selbst gelesen und da gab es ja eine Geschichte, in der Sie über einen eigenen Song schreiben, wo der Großvater berichtet, dass er früher eine Band hatte mhm. und einen Song geschrieben hat über den Sänger von AC/DC, Bon Scott, ja. glaube ich. Ja. Genau. Und genau diesen Song findet man auf Ihrer CD und den Text auch hinten im Buch. Besteht diese Wechselwirkung auch andersrum? Gibt es auch Dinge, wo das Schreiben die Musik beeinflusst und wie sieht das da so aus? Also in der Regel ist es so, dass zuerst die Musik da ist. Oder beziehungsweise ich habe irgendein Thema im Kopf und dann fällt eine Umsetzung dazu ein, wie mache ich das musikalisch, beziehungsweise wie mache ich einen Songtext und dazu dann die Geschichte. Und im Fall von
dem, was Sie gerade angesprochen haben. Der Mann stirbt nie ist ein Song bzw. eine Geschichte unter anderem über Bon Scott. Aus dem Grund, weil der mich nachhaltig beeinflusst hat, was die Texte betrifft. Also er hat ja Sachen geschrieben, wo die Zweideutigkeit so unglaublich ist, dass man wirklich manchmal nochmal hinter die Fassade gucken muss. Sowas wie She's Got Balls oder She's Got the Jack oder I've Got Big Balls. Also ich, da kann man mal in Ruhe drüber nachdenken. Die ganz oben ist immer sowas ganz Harmloses und wenn man dann dahinter guckt, ist es immer sehr, sehr doppeldeutig. Und das fand ich eigentlich gut, wie der geschrieben hat, nicht so sehr ernst, sich selber auch nicht ernst nehmt und das fand ich also ziemlich inspirierend. Und das war mir ein Anliegen, das irgendwie mal unterzubringen und auch das Wirken von Bon Scott ein bisschen zu würdigen. Und der Song war aber vorher da und irgendwann habe ich das in eine Geschichte verpackt und das hat auch ein paar autobiografische Züge. Insofern ist das diese Sendung, die da erwähnt wird, irgendwann Ende 79 tatsächlich der Auslöser war, AC/DC-Fan zu werden. Klingt bekannt, klar, das soll auch so sein. Solange ich richtig Musik höre, zieh ich mir diese Songs rein. Harte Gitarre, der Rhythmus Hochspannung pur. Dazu diese Whisky-Stimme, so singen konnte er nur. Cool, also wie viel Autobiografie steckt ansonsten in Dämonen und andere Komplikationen? Es gibt einige Anstöße, aber dass man jetzt sagen kann, dass ich Ereignisse, die tatsächlich passiert sind, eins zu eins wiedergebe, das ist definitiv nicht der Fall. Das würde mir bei manchen Sachen auch Angst machen, wenn das selbst passiert wäre. Okay, und jetzt mal ein bisschen zu Ihrem musikalischen Schaffen. Wie ordnen Sie die Musik auf der zugehörigen CD so stilistisch ein? Wo würden Sie das platzieren? Jetzt kommt etwas, was, glaube ich, jeder gerne von sich behaupten möchte. Das lässt sich schwer einordnen. Ja. Ist in dem Fall aber tatsächlich so, weil es ist eine Ballade dabei, grobe Richtung ist schon Hard Rock, Metal, aber auch ein Popsong dabei und es geht mal ein bisschen schneller zur Sache, mal ein bisschen mehr so in die AC/DC-Richtung. Das hat ein bisschen was von Valtteri. Das sind Finn, die auch Popsongs machen und dann bis hin zum Death Metal das volle Programm fahren sozusagen, obwohl das bei Weitem nicht so gut ist wie das, was die machen. Also auch nicht so vielfältig. Aber so Anleihen, also das ist, glaube ich, im Sinne von Crossover. A little bit of everything. Alles klar, okay. Und wie ist die CD entstanden? Haben Sie die komplett selbst produziert? Haben Sie die gemeinsam mit einer Band erarbeitet? Ist das eine richtige Formation? Wie heißt die oder... Wie sieht es da so aus? In der Produktionsphase war ich zum Großteil alleine. Bis auf das Schlagzeug, wo mir ein paar Leute ausgeholfen haben, was ich nicht selber konnte. Und dann haben mir zwei ehemalige Schüler, die mal in meinem Lessons-Kurs Englisch gesessen haben, mit den Gitarren-Soli ausgeholfen, weil die das wesentlich besser beherrschen, als ich das kann. Und dann hat mir bei einem Song noch ein Bassist ausgeholfen, um genau zu sein, beim Cover von Funky Gold Medina. Der hat diesen Funky-Bass eingespielt. Und ansonsten hoffe ich, dass ich niemanden vergessen habe. Der Produzent in Coburg hat auch nochmal Schlagzeug für mich gespielt und ansonsten habe ich halt Gitarre, Bass und Gesang selber gemacht. Das ist natürlich relativ beeindruckend, da steckt also sehr viel Arbeit drin und das ist auch alles mehr oder weniger Ihr Eigenprodukt und nicht das Album einer bereits fertigen Band. Zu dem Zeitpunkt gab es keine fertige Band. Und nun ist eine am Entstehen, oder? Jetzt ist eine am Entstehen. Seit Januar habe ich ein paar Musiker gefunden, die mich da ein bisschen unterstützen. Und wir werden versuchen, das auch mal ein bisschen live zu präsentieren, die ganze Geschichte. In der Hoffnung, dass es ein bisschen Aufmerksamkeit erregt. Soweit ich weiß, da kann man natürlich nicht ganz sicher sein, hat es so ein Projekt bisher noch nicht gegeben. Also ich kenne keines, was aber nichts zu bedeuten hat. Allerdings kenne ich ein paar Leute, die viel mit Literatur zu tun haben und denen allen, unter anderem auch den Leuten vom Verlag Neue Literatur in Jena ist sowas auch noch nicht bekannt. Also entweder hat es das schon mal gegeben und es ist nicht erfolgreich gewesen oder es ist tatsächlich das erste Mal. Also soll das schon so weitergehen? Die Musik mit dieser Band soll weiterhin unter dem, sag ich mal, Stern ihres literarischen Schaffens da stehen? Da sage ich ganz einfach mal so, ich lasse das ganz einfach mal anlaufen.
wir haben ein paar Auftritte, die wir spielen und dann möchte ich mal sehen, wie die Resonanz ist. Und je nachdem, ob welche da ist, ob noch irgendwelche Leute kommen, die das gerne hören möchten, beziehungsweise diese Kombination Lesung und danach Musik nochmal irgendwo verpflichten müssen oder beziehungsweise möchten, wird das dann auch weitergehen. Aber da kann ich mich jetzt noch nicht dazu äußern, weil es hat schlicht und ergreifend noch keinen ersten Auftritt gegeben. Okay. Und Schüler haben für Sie die Gitarre eingespielt teilweise auf der CD. Ehemalige, wie reagieren denn Schüler, wenn sie mitbekommen, Mensch, so eine Musik, das ist mein Lehrer, der bei mir meinetwegen Englisch-Leistungskurs vor mir steht. Das ist ja, also ich weiß nicht, wie ich da geguckt hätte, wenn einer meiner Lehrer auf einmal eine CD hingelegt hätte und gesagt hätte, so, das bin ich. Das ist eigentlich relativ entspannt. Sie nehmen das irgendwann mal zur Kenntnis, da macht Musik. Und man wundert sich gelegentlich auch, dass es Metal ist, macht auch seine Witzchen drüber als Schüler. Aber im Großen und Ganzen hat es auf den Unterricht eigentlich keinen Einfluss. Und so persönlich, wenn Sie, ist da schon mal ein Schüler in der Pause auf Sie zugekommen und hat gesagt, boah, das ist ja geil oder... Das kommt gelegentlich vor, aber weit weniger häufig, als man denkt. Okay. Und Sie unterrichten Deutsch und Englisch. Also ja. Hat das auch Auswirkungen auf Ihren Schreibstil? Die hohe Sprachkenntnis erstmal im englischen Bereich. Also es sind ja doch relativ viele Anglismen enthalten, wenn ich mich recht. Übung macht den Meister. Und je mehr man mit irgendwas zu tun hat, umso mehr beeinflusst das natürlich auch das eigene Schaffen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass irgendwelche Schriftsteller mich in meinem Schreiben irgendwie beeinflusst haben, ohne das jetzt näher definieren zu können. Beziehungsweise natürlich ist es auch so, dass aufgrund der Tatsache, dass ich halt Englisch studiert habe, das erstmal natürlich auch die englischen Texte beeinflusst, beziehungsweise auch die deutschen Texte beeinflusst. Es ist ganz einfach da. Also das ist einfach, hat sich natürlich so ergeben, da steckt keine Überlegung dahinter, was muss ich mehr machen, was darf ich weniger machen, sondern es ist... Also ich versuche eigentlich immer nach Möglichkeit Anglizismen zu vermeiden, aber manchmal passen sie ganz einfach besser, weil sie das, was man beschreiben will, genauer definieren. Also ein wunderschönes Beispiel ist Airbag. Wer sagt, wenn man den Airbag im Auto meint, Luftsack? Das stimmt natürlich, gibt es Wörter, die sind in den Sprachgebrauch übergegangen. Alles klar. Und in Ihren Geschichten gibt es ja auch sehr viele erotische Szenen und auch sehr viele Szenen, wo durchaus auch Gewalt drin steckt. Ordnen Sie solchen Dingen eine bestimmte Rolle zu? Zielen die auf bestimmte Schockeffekte ab oder ist das einfach so, das ist, was Ihnen eben so eingefallen ist und was Sie so zu Papier bringen möchten? Also sowas soll natürlich innerhalb der Geschichte eine bestimmte Rolle spielen. So eine erotische oder gewalttätige Szene nur, um zu schockieren, macht eigentlich keinen Sinn. Für mich jedenfalls nicht. Also musikalisch gesehen bin ich nicht Rammstein, die am Anfang ihrer Karriere natürlich versucht haben zu provozieren. Es muss Sinn machen, beziehungsweise die Geschichte irgendwie vorantreiben und ohne Erotik keine Fortpflanzung, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und Gewalt existiert in der Welt auch schon. Was weiß ich wie lange, das kann man auch nicht so genau definieren. Es gehört zum Teil dazu, obwohl ich es natürlich nicht befürworte. Und ich denke ganz einfach mal, innerhalb der Geschichten sollte es Sinn machen. Es sollte nicht für sich alleine stehen. Also es muss ein wesentlicher Bestandteil der Handlung sein. Es gibt sowas, wird bei uns nicht einfach nur, damit es da ist, sondern es soll der Handlung dienen, das ja, Ganze vorzubringen. Natürlich. Und ich meine, man alles braucht klar. Im Prinzip bloß ins Kino zu gucken, wie viele Blockbuster da darauf aus sind, dass Action darin vorkommt, dass irgendwelche Autos zerlegt werden, dass Menschen zusammengeschlagen werden und so weiter und so fort. Wenn es darum ginge, zum Beispiel Gewalt überhaupt verbieten zu wollen, dann dürfte es Stephen King nicht geben. Ja. Also es gehört auch irgendwo ein bisschen dazu, allerdings wie gesagt nicht zum Selbstzweck. Okay, und dann spielen Sie auch immer wieder mit Fiktion. Welche Bedeutung hat das? Sind das auch einfach nur Ideen, die Ihnen beim Schreiben kommen, die Ihnen einfallen? Oder, und wollen Sie das auch ausbauen in Zukunft? Wollen Sie damit in Zukunft mehr spielen? Oder? Es geht in erster Linie darum, dass alltägliche Dinge durch neue Ereignisse hinterfragt werden. Dass plötzlich Sachen passieren und das ganz normale Leben total durcheinander bringen. Und deswegen auch Dämonen und andere Komplikationen, weil das Leben ist halt kein dahin gleitender Fluss, wo nichts weiter passiert. Es gibt immer wieder Komplikationen und Science Fiction.